Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute so einen kleinen Toy-Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, das wir aus einer Kiste bekommen und zwar an einem relativ abgelegenen Punkt. Wir sind hier einmal im dritten Gebiet und zwar im Azurblauen Gebirge und dort sind wir ganz weit unten an der Küste auf den Koordinaten 57, 55 und hier liegt einmal ein Schatz dran und zwar ist in dem Schatz ein verlorener Kompass drin. Und ja, ihr seht, wir sind hier noch oben, also nicht ganz unten am Wasser, an so einer Klippe. Hier haben wir so einen kleinen See, wo es auch eine Worldquest gibt. Und hier hinten bei den Ziegen liegt ein verlorener Kompass und der hat dann auch ein Toy dabei. Das ist immer da, also da müsst ihr jetzt nicht auf irgendeine Chance hoffen. Und was kann das Ding, wenn wir es quasi lernen, hält einen Kompass. So, das lernen wir jetzt mal und dann schauen wir mal, dass wir hier das Ding finden. Ich habe schon wieder dezent Probleme, das... Ah, da haben wir es. Also... Gehen wir mal vielleicht einen Tücken näher ran. Nicht zu den Ziegen, sondern hier zu meinem Char. Das wird wahrscheinlich von der Animation nicht so groß sein. So, dann machen wir das mal. Und ihr seht, wir halten dann einfach einen Kompass. Aber es ist nicht der mit dem Bild von Anduin drin. Schade. Aber ist ganz cool gemacht. Wie lange hält es jetzt? So lange, wie wir das halten, oder? Wenn wir uns bewegen. Ne, wir haben sogar den Kompass auch in der Hand, wenn wir uns bewegen. Warte mal, zeigt er sogar die Richtung an? Wenn ich jetzt mich Richtung Norden drehe? Nee, okay, so fancy sind sie dann nicht, weil hier müsste ja Norden sein, ne? Nee. Aber man läuft dann quasi die ganze Zeit mit dem Kompass rum. Schon ganz cool, wenn ich jetzt in die Bärengestalt gehe. Nee, natürlich hat der Bär keinen Kompass in der Hand. Zu schade. Gut, das war's eigentlich schon. Kleines Toy ist schnell geholt und ja, damit sind wir wieder durch. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.